So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot, Red Lock Challenge. Oh yeah, im letzten Part haben wir Team Rocket sehr geschnüffelt. Und ich würde sagen, das machen wir doch jetzt mal weiterhin, denn wir wollen immer noch das zweite Passwort haben, welches Red sich wohl überhaupt nicht selber denken kann. Naja, der Winkel ist doch nicht perfekt. Was hast du vor? Bitte schieß nicht! Ich wollte doch nur etwas an die Wand malen. Oh, sieht mal, passt ja, Malerin. Das war lustig. Das war jetzt ein Zufall und ich würde sagen, das war Situationskomik. Schön, apropos malen, ich habe am Ende des Parts wieder Fanarts für euch. Was war das für eine Stimme gerade? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier ein Farbigel, ein sehr cooles und vor allem interessantes Pokémon. Aber wir werden es trotzdem einfach verkokeln, denn wir haben gerade keine Zeit für interessante und coole Sachen. Leitfam hat Erfahrungspunkte und ist damit stolz. Oh, meine Emotionen sind blau. Blau wie die Farbe auf meinem, wie auch immer das heißt, bei Malern. Ich weiß es nicht. Sind bestimmt hier ein paar Künstler. Also ich weiß nicht, ein paar Künstler unter euch habe. Sieht man ja schon in den Fanarts. Wie das Ding heißt. Wie heißt das Ding nochmal? Palette. Ist das eine Palette? Einfach eine ganz normale Farbpalette? Dieses Teil. Ich besuche das Sommerhaus meines Freundes, wenn du fragst. Ich habe dich gefragt, aber danke für die Info, die mich nicht interessiert. Also ihr wisst schon, diese Dinger, wo man halt immer diese Farbkleckse drauf macht, dann stellt man sich vor seine Leinwand und dann fängt man an zu kritzeln. Und hatten wir so eine Lady auch schon mal? Ich glaube nicht, oder? Oh Gott, wir müssen wieder Hopfspross killen, dafür werde ich wieder geschlagen. Deswegen sollten wir das schnellstmöglich beenden. Das ist gar kein Hopfspross, in Wirklichkeit ist das nur ein Ditto. Seht ihr nicht das Gesicht? Ditto hat fast genau das gleiche, nur keine gelben Augen. Es ist ein Volltreffer auch noch. Gut, dass Lightflame auch überhaupt nicht übertreibt. Du böses, böses Drachelchen. Gut, wer wird als nächstes eingesetzt? Es ist Hobelup. Das macht das Ganze nicht besser. Aber Hobelup ist schon mal fröhlicher, wie man sieht. Denn es lächelt mehr. Es hat einen ziemlich hoch. Sein Lächeln geht weiter als seine Augen. Das ist ziemlich gruselig, wenn man das mal so sich als Mensch vorstellt. Aber bei einem Pokémon wie diesem ist das durchaus in Ordnung. Lightfam hält Punkte und wir haben die Lady besiegt. Oh, du bist stark. Ich weiß, ich weiß. Und die gab eine ganze Menge Schotter gerade, wie man gesehen hat. Wow. Hi du, na, oh Gott, du siehst aus wie ein Teenager. Ich bin ein starker Sprinter, ich bin wirklich schnell. Hauptsache, du setzt keinen Radfratz ein, davor habe ich nämlich dann ein bisschen Schiss. Wenn wir irgendwann mal Hard Gold oder Soul Silver spielen, ja, ja, ihr wisst schon genau, worauf das dann hinauslaufen wird. Youngster, nicht Hipster. Ja, das könnte er aber in der Tat hier sein, weil es ist schon ein Radikal. Das heißt, es hat sich vielleicht schon weiterentwickelt. Oh mein Gott, wir konnten das Schlimmste nicht verhindern. Wobei, was heißt, wir konnten das Schlimmste nicht verhindern. Das ist ja eigentlich, spielt ja davor. Insofern ist das eigentlich total unrealistisch. Aber ist ja egal, muss ja niemand wissen. Lightflame waltet auf jeden Fall hier weiterhin seines Amtes. Und grillt fröhlich vor sich hin und lädt niemand zu seiner Party ein. Lightflame, das ist nicht sonderlich höflich. Tauboga wurde besiegt. Lightflame erreicht Level 56 und alle sind froh. Ach Gott, Leute, vor dem nächsten... Oh, 4 auf KP und Init, glaube ich. Ich war zu schnell. Also auf KP auf jeden Fall. Init habe ich gerade nicht so richtig... genau gesehen. Deswegen meine ich das mal so weiter. Gut, schicken wir nochmal erstmal wieder Anne und Ryan in den Kampf. Oh ja, mit diesen Händen werde ich den Sieg herbeiführen. Das bezweifle ich stark, junge Dame. Ach, du kannst ein Bild gerne malen, wie du verlierst. Genau, mach ein Bild von deiner Niederlage. Vielleicht, also nicht im Sinne von, mach dir ein Bild davon, sondern ziemlich wörtlich genommen, mach dir ein Bild davon. Nimm einfach deinen Stift und male deine Niederlage auf. Vielleicht hilft sie dir ja. Hm, ich dachte übrigens bei diesem Sprite früher immer, dass Farbigel eine Krawatte trägt oder ein Lätzchen oder so, aber das ist seine Zunge. Ha! Ja, ja, ein verrückter Künstler ist der arme Farbigel. Diese Schande, ich werde rot. Hm, der eine wird blau, du wirst rot. Farbigel ist grün am Schwanz hinten. Ich weiß nicht, ob das ein Doppelkampf ist. Ich glaube, die gab es in dieser Form noch nicht. In Feuerrot und Blattgrün, aber ich werde es dennoch mal einfach wagen und hineinstürzen. Entschuldige, ich versuche zu malen. Gebe mir bitte aus der Sicht. Oh, mal gucken, welche Farbe die dann annimmt, wenn wir sie besiegt haben. Naja, mein Farbigel heißt ja auch Da Vinci. Ich habe keine Ahnung, ob Da Vinci auch ein verrückter Künstler war. Keine Ahnung, aber es gab ja bestimmt so den einen oder anderen verrückten Künstler. Ich habe in Kunst nie so wirklich gut aufgepasst. Wobei wir in Kunst, muss ich sagen, auch wirklich nie viel Theorie gemacht haben. Wir haben eigentlich immer nur gemalt. Also wirklich, ja, großteils. Dorin, diese Niederlage wird mir so schwierig. Oder ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, weil ich es ausgeblendet habe. Sie nimmt auf jeden Fall keine andere Farbe an. Und sie konnte gar nicht auf mich zurennen. Ich denke darüber nach, in einem Pool nur für Pokémon einzurichten. Du bist hier mitten am Meer, Fräulein. Wie wär's, wenn du sie einfach ins Meer schmeißt oder ins Meer laufen lässt? Ich meine, die schwimmen da doch. Oh, Voltilam. Oh, hast du etwa auch einen Mega-Ampharos? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Könnte daran liegen, dass es ja nicht gab. Aber das muss ja niemand wissen. Deswegen greift Anne einfach mal zum Durchbruch und schafft auch ihren Durchbruch, indem sie Voltilam durchbricht. Oh mein Gott, was ein Wortspiel. Ich sollte mich ab sofort umbenennen in Goethe Maru oder so. Voltilam wird in den Kampf geschickt. Und ich würde aber gleich mal sagen, dass wir da... Ach, wir lassen das Anne einfach machen. Wir haben keine Lust zu wechseln auf Ryan.
Nachher macht er irgendwie Donner mit einem 10-fachen Volltreffer oder so und dann war es das schon. Und dann, nein. Ich weiß, das ist höchstwahrscheinlich, dass das passieren würde, aber man kann ja nie wissen. Aber so hätten wir der Statik ausweichen können, die uns jetzt gerade getroffen hat. Und Statik ist hier nie gut, denn Statik nervt ganz schön an. Nervt ganz schön an quasi. Und oh, das ist tatsächlich doch ein Donner. Das war also gar nicht mal so verkehrt, was ich da gesagt habe. Oh, oh. Übrigens, Vati und Voltilam und so sind sehr interessant. Natürlich ist sie paralysiert und kann nicht angreifen. Sind übrigens sehr interessante Pokémon. Also generell, ich meine von ihren Farben her. Voltilam selbst hat blaue Haut, Vati hat eine rosa Haut und Ampharos hat eine gelbe Haut. Und ja, das ist ganz interessant, finde ich. Wobei ich es sehr schade finde, dass Ampharos ja, also dass generell Voltilam immer mehr Fell verliert, wenn es sich weiterentwickelt. Deswegen bin ich sehr froh, dass Mega Ampharos jetzt so eine Mega-Dauerwelle hat. Oh meine Güte! Und zum Drachen wird. Das erste Elektro-Drachen-Pokémon, was nicht legendär ist. Das einzige, was es sonst gibt, ist halt Zekrom. Naja. Cool. Und hier drin ist absolut nichts, wie man sieht. Aber außer natürlich wieder mal wunderschöne Silber- und Goldmusik. Ach, hier, alter Pyro von der Zinnoberinsel. Pyro nimmt seine Sonnenbrille angeblich nur ab, wenn er sich neue Quizfragen ausdenkt. Oder aber, wenn er auf einen Vulkan gegen einen Glurak mit seinem Magma kämpft. Jaja, oder davor halt auch, egal. Das geht ja hier ums Spiel, wir sind ja nicht im Anime. Zum Glück, nachher hatten wir auf einmal alle das Ash-Syndrom und jedes Pokémon, also nur jedes 10. Pokémon verfügt über die Fähigkeit, dass es sich weiterentwickeln kann. Das wäre schlimm. Hi, du da, na? Möchtest du Bekanntschaft mit Ryan, dem Schmetterling, machen? Ich weiß, das klingt ziemlich brutal, ist es auch. Das maritime, das maritime Leben hier sagt mir zu. Da weiß ich gerade nicht, was das bedeutet, muss ich ehrlich sagen. Schande über mich. Schwimmer Tobias wird in den Kampf geschickt. Ich meine, schickt Quapuzzi in den Kampf. Ja. Und ein Gigasauger, bitte. Lass es dir schmecken, Ryan. Aber bitte sei nicht zu hart zu Quapuzzi. Die immerhin wäre es mal fast ein Frosch gewesen. Wobei Quapuzzi hat immer noch die Chance, zu einem Quaxo zu werden. Vielleicht hat der Typ ja sogar eins. Na, hast du ein Quaxo? Aber ein Tentara, was wir ebenfalls gut besiegen können, aber nicht mit Gigasauger, sondern mit Psychokinese. Gigasauger wäre sogar etwas unpraktisch, weil das Tentara könnte Kloakensoße haben. Und Kloakensoße sorgte dafür, dass so abgesaugte Schaden durch Egelsamen oder Gigasauger halt, dass wir den Schaden, also dass es eher abgezogen kriegen wir sehr. Also das, was wir eigentlich heilen würden, kriegen wir abgezogen. So, das würde ich sagen. Meine Güte. Weil wir quasi seine giftige Substanz aus seinem Körper saugen. So würde ich mir das jedenfalls erklären. Tentoxer Kreideschrei, das ist doch nicht so fein. Deswegen werden wir weiter auf Psychokinese verharren. Huh, und das ist super effective. Ihr solltet euch vielleicht alle mal überlegen hier, alle Trainer hier, ob ihr nicht in die Siegestraße gehen wollt. Das ist Wahnsinn. Nein, das ist Sparta. Alter, du machst Witze, meine ich. Weil ihr seid ganz schön hoch vom Level, höher als oder genauso hoch ungefähr wie die Trainer da an der Siegestraße, meine ich. So, jetzt kommt die mega verwirrende, wie auch immer sie heißt, Höhle. Ich guck zur Sicherheit nochmal nach. Verlorene Höhle, ja genau. Ja genau! Ich meine, ja genau. Warte, war das gerade? Oh Gott, ich dachte gerade schon, das eine Icon sah aus wie Pac-Man. Aber nein, es ist eckig und einer ganz und eher unten links geöffnet als seitlich. Na egal. So, verlorene Höhle. Was an dieser Höhle so verloren ist, wir, wenn wir hier rumlaufen. Oh, ich dachte, dies sei eine alte Ruine, aber es wibbelt hier nur so von Geistern. Hier gab es doch irgendeinen Trick, wie man den Ausgang schneller finden kann. Aber natürlich erinnere ich mich nicht mehr dran. Übrigens, das Spiel will gerade einen dramatischen Moment erzeugen, wie man sah. Ruin Maniac Wolfgang wird in den Kampf geschickt. Hallo Papa, na, wie geht's? Du hast Gesteins-Pokémon. Die sind ziemlich gefährlich, wenn sie zu einer Steinsattacke kommen. Aber dies ist definitiv nicht der Fall, denn wir haben Ryan vorne, was mit Gigasauger ordentlich Damage anrichtet. Ja, ja, hätten wir jetzt hier irgendwelche Pokémon auf die da würden wir auf Pokémon treffen und in der 5. Generation spielen, die Robustheit haben, so sollte der Satz eigentlich heißen, hätten wir ein Problemchen. Aber Robustheit war hier noch relativ schlecht, muss man sagen, weil es nur K.O.-Attacken wie Geolutin und so weiter verhindert. Ab der 5. Gen ist Robustheit so ziemlich der Albtraum vieler Leute geworden, denn Robustheit verhindert einfach mal, ist wie ein Fokus-Score bei vollem KP. Also ein Instant-KO ist quasi so nicht wirklich möglich. Psychokinese, Ryan, damit du den Gigasauger noch ein bisschen aufsparen kannst, wobei ich dich gleich eh von der Spitze nehmen werde. Denn ich denke mal ganz stark nicht, dass
du noch weitere Erfahrungspunkte brauchst, um ein Level up zu erzielen, nachdem du dieses Knogger hier besiegt hast. Deswegen, Walter deines Amtes, Ryan, kill dieses Knogger bitte einmal schön. Danke, Data. Und reiche dein Level ein. Und akzeptiert, jo, abgestempelt, Level up. Schön, freut mich. Alles nur plus 2 und manche sogar plus 1. Kreisch, Gnade. Jetzt klingst du nicht mehr so wie er. Dein Overworld-Sprite sieht auch übrigens ziemlich anders aus, mein Freund. Will ich ja nur mal so meinen, aber das ist ja nichts Neues. Das ist ja... Ach, das haben sie erst relativ spät gefixt. So, jetzt muss ich aber erstmal überlegen, wie war denn das hier nochmal? Ich versuche herauszufinden, aber ich lande immer wieder hier. Vielleicht ist die Anzahl der Felsen ein Hinweis. Ja, das ist auch so, aber wenn ich jetzt noch wüsste, wo... Ich glaube, da, wo die mehr, wo mehr Felsen sind, müssen wir rein. Kann das sein? Nein, das war's wohl nicht. Warte, da ist nur ein Felsen. Da kommen wir auf jeden Fall weiter, wie man sieht. Da ist auch nur ein Felsen. Wo die wenigsten sind vielleicht. Das wäre dann hier oben, oder? Ja. Hier? Nein. Ah, verdammt, wie war nochmal das Rätsels Lösung? Wo die meisten Felsen an der Wand ruhen oder die wenigsten, dann wäre das hier. Nein, auch nicht. Zwei. Hä? Willst du mich verarschen? Da unten. Ja, gut, hier ist schon mal ein Gegenstand, aber das ist nicht, was ich hier haben möchte. Ich glaube, hier gibt es nämlich noch mehr. Lachsrauch, das können wir nochmal ganz lame einem unserer Pokémon geben. Da haben wir schon mal ein Item, was wir auch benutzen können, so zum Tragen. Wer soll die Genauigkeit des Gegners senken? Marie, weil du bist. Weil du es bist. Okay, das nützt uns jetzt aber nicht wirklich etwas. Wenn ich da oben gehe, komme ich immer nur hier raus, ne? Wenn ich nach links gehe auch, wenn ich nach unten gehe. Auch wenn ich nach rechts gehe. Moment, halt, war das nicht ein anderer Rad eben? Ich gehe nochmal. Ja, genau. Das ist zu anstrengend, Spiel, ich verstehe schon. Da kommen wir auf jeden Fall in einen anderen Raum. Wenn ich zurückgehe, dann lande ich direkt wieder hier. Aber wir sind doch jetzt gerade hier alle Gänge schon abgegangen. Oder bin ich denn blind? Blind auf beiden Augen oder einfach nur doof? Ne, hier waren wir noch nicht. Zurück. Aha, wieso auch immer. Ich glaube, dass in dieser Höhle eine geheimnisvolle Kraft wirkt. Ja, das ist in der Tat so. Die geheimnisvolle Kraft, meinen Geist zu verwirren und zu verschleiern, sodass ich nicht genau checke, was ich hier tun soll. Hallo, Natu. Natu ist auch so unglaublich Zucker. So ein süßes Pokémon. Das hält uns aber nicht davon ab, Sonntag einzusetzen, damit wir in einer mächtigen Kombination es angreifen können. Mittels Solarstrahl. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist, macht es dennoch mehr Schaden als ein Zerschneider. Das habe ich euch ja im letzten Part, glaube ich, schon ausführlichst erklärt. Wegen Stab und sowas. Übrigens, same Typ Attack Bonus heißt. Und weil wieder so viele nachgefragt haben, erkläre ich euch einfach nochmal. Ist ein Attacker vom gleichen Typ wie das Pokémon. Also jetzt hier im Fall von Marie, sie setzt Solarstrahl ein. Marie ist ein Pflanzen-Pokémon und setzt eine Pflanzenattacke ein. Dann ist die Attacke um 50% stärker. Also in dem Sinne nicht 120 Stärke, wie der Solarstrahl eigentlich wäre, sondern 180. Was schon ein klitzekleiner Unterschied ist. Und 180, wenn es nicht sehr effektiv ist, wird es halbiert, also 90. Aber 90 ist immer noch mehr als der Zerschneider mit, was war... Zerschneider hatte 55, ne? Ich guck mal hier kurz nach, bevor jetzt irgendwie wieder jemand sagt, nein, das war mehr, das waren 2 Punkte mehr, obwohl das überhaupt so eine Attacke gar nicht gibt. Zerschneider hat nämlich 50 sogar nur, also noch weniger, 95 Trefferquote. Yep, und 90 ist immer noch höher als 50 und deswegen mal so zur Veranschaulichung. Marie, ich wäre übrigens sehr verbunden, wenn du wieder mal dein altes Schema... Dankeschön, deinem alten Schema nachgehen würdest, einfach sagst, ich scheiß auf Verwirrung, ich gehe trotzdem durch. Glück, dass der Wunschraum jetzt noch nicht erfüllt wurde. Übrigens wieder ein ziemlich unguter Trainer für Marie, nachdem was sie jetzt noch kommt. Natu, noch ein Natu, ein süßes kleines Natuchen. Gleißendes Sonnenlicht, ja, da ich mich jetzt so oft verwirrt habe, schon also vor Verwirrung selbst verletzt habe, ist Marie nicht mehr verwirrt, das ist schon mal nett. Aber nein, das wollte ich nicht sagen. Kann es gut sein, dass ich gleich beim letzten Pokémon nochmal die Sonne rausholen muss. Und das wäre mir, ehrlich gesagt, ziemlich super klasse. Wäre mir zu doof. Wunschtraum. Ja, dann träum schön und wünsch dir was. Wünsch dir was. Zerschneider-Attacke. Jetzt muss ich gleich auf jeden Fall die Sonne neu rausholen. Marie hält ganz viele Punkte und wird jetzt im Kampf geschickt gegen Xatu.
Das respektiere ich doch etwas sehr, muss ich sagen. Etwas sehr, versteht ihr? Xatu kann die Attacke sehr lernen, deswegen respektiere ich es sehr. Ja, seht ihr, genau das meine ich. Wuhu! Moment, ich muss kurz... Yeah! Oh Gott, da habe ich selbst meine eigene Hand zum Klatschen verpasst. Ich wollte einfach einklatschen, mir selber, weil ich ganz genau weiß, dass... Ja, das Einzige, gegen das eure Hände jetzt wahrscheinlich gerade eben geklatscht sind, sind eure Stirn oder die Stirn eurer Sitznachbarn oder... Was weiß ich, deswegen irgendeiner muss mich doch dafür loben. Ich sollte das nicht weiter hochspielen, das war schon schlimm genug, dass ich überhaupt gesagt habe. Deswegen sollten wir einfach mal diesen Kampf jetzt beenden. Erfolgreich, schön, jeder kriegt Erfahrungspunkte, das war ganz schön viel übrigens. Wenn du nicht den richtigen Tunnel erwischst, kommst du nie voran. Ach was, sag doch nicht sowas. Wie hieß du? Hast du noch einen Namen? Vor kurzem ging eine Frau in diese Höhle. Oh mein Gott, Frauen gehen in Höhlen. Wie kann sie es nur wagen? Guck mal hier, sogar ein Mann in einer Höhle. Wie kann er es nur wagen? Ich versuche herauszufinden, vielleicht die Anzahl der Felsen ein Hinweis. Gucken wir nochmal. Ein Felsen. Mehr Felsen. Okay, ein Felsen ist da. Schutz wirkt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es hier wilde Pokémon gibt. Ich schnalle es nicht so ganz, muss ich dann doch ehrlich mal gestehen jetzt. Gut, hier waren wir auch schon. Sind wir jetzt schon reingegangen? Offensichtlich ist es auf jeden Fall etwas, was uns nicht weiterhilft. So. So. Ah, nee, verdammt. Verdammt. Blab, blab. Ich habe keine Ahnung. Okay. Da müsst ihr jetzt hier sein. Ja, seht doch mal einer an. Unten? Natürlich nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ich weiß es nicht mehr. Wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Unten bin ich lang gegangen, ne? Dann hier lang. Hier lang, weil es so schön gerade aussieht? Nö, natürlich nicht. Weil Symmetrie ist hier nicht willkommen. Also im Sinne von nicht willkommen, als es ist nichts Positives scheinbar. Oh, ihr könnt tatsächlich wilde Pokémon kommen. Und es ist ein Nebula. Kann man schon. Möchte ich nicht nochmal haben. Auch wenn du Level 40 bist, mein Freund. Du bist entkommen. Zur Nebulak passte wohl eher... Friend. Aber da habe ich gerade nicht dran gedacht. So, nach oben. Einzige Möglichkeit. Nö, dann müssen wir wieder da zurückgehen. Ich bin mega verwirrt. Wie eine Mega-Entwicklung. Bin ich verwirrt. Yeah, Mann. Bin ich jetzt woanders gelandet? Oh, ein Albollo! Albollo, Albollo! Level 50, übertreib doch bitte ein bisschen. Schicken wir mal den Manfred. Manfred in den Kampf. Traumfresser, mein Freund, du solltest mich vielleicht erstmal einschlafen. Wow, Manfred hat einen Attack, mit der er Schaden macht. Hoffen wir mal, dass... Oh mein Gott, Manfred, bitte tu's nicht! Scheiße! Manfred, bitte triff nicht! Stopp, 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 stopp. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Verdammt. Oh, das gilt nicht, wenn der Kampf beendet wird? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich schon oh Gott gesagt? Okay, ich wusste nicht, dass das, wenn der Kampf beendet wird, in dem Sinne dann aufgehoben wird, der Abgangsbund. Holy Macaroni. Nee, oder zählte das nicht, weil es als K.O.-Attacke gilt? Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein, weil eigentlich, hat mich jetzt stark verwundert, dass es nicht funktioniert hat. Das kann natürlich sein, dass Abgangsbund hier als K.O.-Treffer gerade galt und deswegen Robustheit das abgewählt hat. Ich weiß nicht genau, wie Robustheit in der dritten Gen funktioniert. Wie gesagt, ich bin in der Mechanik. In der fünften Gen bin ich voll drin, aber... also in der dritten Gen eigentlich auch, aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Muss ich doch mal ehrlich gestehen, das schlage ich mal nach. Ich denke mal, es war die Robustheit, die uns gerade gerettet hat. So viel zum Thema. Hatten wir vorhin nicht erst drüber gesprochen, dass Robustheit hier noch nicht so gut war? Ich sag gar nichts mehr. Mein Herz blieb gerade vor einem kurzen Moment stehen. Was ein Glück, dass wir noch gewechselt haben. Okay, Leute, das reicht aber erstmal für heute. Wir zeigen uns jetzt nochmal... Ich zeige euch jetzt mal die Fanarts. Das erste ist von Paul. Das zweite ist von Paul. Das dritte ist ebenfalls von Paul.
Dann haben wir eins von Meryu. Eins von Bini Barchen. Eins von Sven9704. Eins von Jessica. Eins von Madita. Eins von Cedric. Dann noch eins von Amadeus. Eins von Tigi. Und zu guter Letzt noch ein zweites von Tigi. So, vielen Dank mal wieder an alle Künstler, die mir Bilder eingereicht haben. Ihr wisst ja, wie es läuft. Per PN auf YouTube oder auf Facebook. Bei Facebook am Anfang der Nachricht einfach dick Fanart schreiben, damit ich weiß, worum es geht. Bei YouTube-Nachrichten unbedingt in dem Betreff Fanart schreiben. Und ja, ich weiß, ich habe das schon 120 Mal gesagt, aber es kann nicht schaden, das noch weitere 120 Mal zu sagen, weil ja nicht jeder jeden Part guckt. Deswegen, also ihr wisst Bescheid, Fanart in den Facebook-Nachrichten, da kannst du nach vorne schreiben oder bei YouTube in den Betreff. Dankeschön, so. Eieieiei, ich werde das gleich mal direkt nachgucken, wie das mit Robustheit war, ob es tatsächlich Robustheit vor dem Abgangsmund gerettet hat. Ich könnte mir so sehr gut vorstellen, dass das der Fall gewesen ist, weil es wäre mir neu, dass das nicht trifft, wenn der Kampf beendet wird, weil in einem Kampf gegen Freunde ist es auf jeden Fall nicht so, jedenfalls aktuell. Vielleicht war es bei der dritten Gen auch anders. Keine Ahnung, ich werde bald erleuchtet werden. Das wäre es mal Pokémon Feuerrot Wedlock Challenge für heute. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao.